Kitesurfing-Tarife Anfänger. Wenn du Kitesurfen möchtest und nach Tarifa kommst, ist dieses Video für dich. In diesem Video versuche ich zu erklären, was es Kitesurfen in Tarifa so besonders macht und wie ihr am besten aufs Wasser kommt. Bevor es aber losgeht, muss ich euch warnen. Kitesurfing kann gefährlich sein. Wenn ihr euch unsicher seid, geht nicht ins Wasser. In Tarifa kommt immer wieder ein neuer Tag. Falls die Bedingungen zu viel für euch sind, geht kein Risiko ein. Es gibt mehr als 100 Kitesurfing-Schuhe in Tarifa. Ihr habt also eine große Auswahl. Und das Wichtigste ist immer, bleibt sicher da draußen. Du planst also nach Tarifa zu kommen oder bist bereits hier? Dann herzlichen Glückwunsch, das ist schon mal eine gute Idee. Ich komme bereits seit mehr als 10 Jahren nach Tarifa und ich bin damals auch Kitesurfing-Anfänger gewesen. Und auch wenn es sehr schwierig gewesen ist, Kitesurfing hier zu lernen, bin ich immer noch verliebt in diesen Ort und diesen Spot. Behalte es also immer im Hinterkopf, wenn ich in Sachen Tarifa vielleicht ein bisschen übertreibe. Wenn ihr absolute Kitesurfing-Anfänger seid und nach Tarifa kommt, habe ich leider schlechte Nachrichten. Denn Tarifa ist absolut kein guter Anfängerspot. Hintergrund ist, dass die Bedingungen nie, wirklich nie anfängerfreundlich sind. Wenn ihr nun dieses Video schließt, verstehe ich das zu 100%. Falls die Infos euch aber irgendwas gebracht haben, dann seid doch bitte so nett und gebt uns einen Daumen hoch. Dafür schon mal vielen Dank. Okay, du bist immer noch am Start und hast den Plan, nach Tarifa zu kommen. Schauen wir uns den Ort doch mal ein bisschen genauer an. Tarifa liegt eingebettet zwischen Naturschutzgebieten, direkt auf der Grenze zwischen Mittelmeer und Atlantik. Das ist auch der Grund dafür, warum es hier immer windig ist. Alle wichtigen Infos zu Vorhersagen, Wind und Wellen gibt es in der Beschreibung dieses Videos. So bist du immer sicher, wie die Kitesurfing-Bedingungen sind und wie sie in den nächsten Tagen sein werden. Schauen wir uns nun mal die Windrichtungen an. In Tarifa gibt es zwei Hauptwindrichtungen. Im Sommer hat man meistens Levante, also Wind aus Osten, der seinen Ursprung in Afrika hat. In Tarifa handelt es sich hierbei um Side-Offshore-Wind. Im Winter gibt es meistens Poniente, also Westwind. In Tarifa ist dieser Wind Side-Onshore. Es gibt noch eine andere Wetterlage, bei der der Wind aus Südwest kommt. Oft regnet es hierbei, das Meer ist super wild und zum Kitesurfing meistens nicht so lustig. Schauen wir uns also zuerst mal den Levante an. Seid bitte, bitte vorsichtig bei Levante. Weil es sich um einen Offshore-Wind handelt, könntet ihr im dümmsten Falle an der Freiheitsstatue in New York rauskommen. Bei Levante solltet, müsst ihr eine Rescue-Card haben. Ihr bekommt es in den meisten Surfshops in Tarifa und das ist eure Versicherung, dass ihr im Falle von den Booten aus dem Wasser gerettet werdet. Die Rettungsboote sind zwischen 11 und 18 Uhr im Einsatz und auch nur bei weniger wie 30 Knoten. Seid bitte, bitte vorsichtig, wenn ihr Kitesurfing-Anfänger in Tarifa seid und Levante-Wind vorherrscht. Levante ist sehr, sehr herausfordernd. Vor allem auch, weil Levante sich zuerst aufbauen muss. Oft ist der erste Tag in der Levante-Vorhersage überhaupt nicht brauchbar, weil es noch riesengroße Windlöcher gibt. Denn sowieso ist der Levante schon ein super böiger Wind, was echt nervig sein kann. Auch wenn er erstmal gut ausschaut, kann es sein, dass er auf einmal komplett weg ist, nur ein paar Sekunden später wieder Vollgas aufzudrehen. Und weil er übers Land kommt, ist er sehr stark verwirbelt. Hügel, Windräder, Gebäude, Bäume verderben den Wind total. Wenn der Wind gut ist, bietet es sich an, beim Rio Jada Campingplatz einzusteigen. Hier ist der Wind am verlässlichsten, stärksten und am nettesten. Oft ist es so, dass bei Levante die Wellen nicht sehr hoch sind, beziehungsweise gerade so ein bisschen auf den Strand brechen. Es gibt noch einen anderen Spot am Hafen, den Balneario. Der Spot ist bei Experten vorbehalten. Hier trainiert die Weltspitze und wenn ihr dieses Video anschaut, gehört ihr wahrscheinlich nicht dazu. Trinkt einen Kaffee in der Beachbar und genießt das große Kino. Schauen wir uns jetzt mal den Poniente an. Der Poniente-Wind ist viel netter, der ist verlässlicher, gleichmäßiger und fühlt sich wirklich an, als wäre er aus einem Stück geschnitten. Oft ist er ein paar Knoten stärker wie in der Vorhersage, vor allem wenn die Sonne scheint. Andererseits bringt Poniente auch immer wieder Wellen mit sich. Wenn du ein echter Kitesurfing-Tarifa-Anfänger bist, wird es sehr, sehr schwierig, bei den Bedingungen aufs Brett zu kommen. Auch den Wellenforecast packe ich euch noch in die Beschreibung. Wenn die Wellen stärker sind wie 200 Kilojoule, wird es schon grenzwertig, was die Wildheit des Ozeans anbelangt. Kommen wir zum Ende.
Wenn du Kitesurfing-Tarife-Anfänger bist und noch nie auf dem Brett gestanden bist, wirst du es hier schwer haben. Schau vielleicht nach einem anfängerfreundlicheren Spot. Nord- und Ostsee sind da auch beliebte Ziele. Freunde von mir, die heute Kite-Lehrer sind und hier damals in Tarife angefangen haben, haben gesagt, dass sie mehr als einen Monat gebraucht haben, um Höhe laufen zu können. Behalte das im Hinterkopf, wenn ihr eure Destination wählt. Tarife hat viele Vorteile, aber es ist eben auch schwierig. Zu meiner Frau habe ich gesagt, dass im Falle meines Ablebens meine Asche hier in den Dünen von Tarife verstreut werden soll. So sehr liebe ich diese Stadt. Schreibt in die Kommentare, wo eure Asche verstreut werden soll. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.